400 Jahre Stanglwirt zu Goring bei Kitzbühel. Für manchen ist es Folklore und so mag dieser Tage so manche Soap-Opera zu diesem Thema auf Sendung gehen. Musik. 400 Jahre Stanglwirt, das ist aber weit mehr. Es ist dies die Geschichte einer Dynastie von Wirtsleuten, deren roter Faden, ihr gastronomisches Credo, bis auf den heutigen Tag ungebrochen ist. Und dieses Credo lautet ganz einfach: das Beste auf den Tisch, ein gutes Bett und eine aus dem Herzen kommende Beziehung zum Gast. Eine Binsenweisheit eigentlich. Aber so etwas muss man erst einmal 400 Jahre konsequent durchziehen und das mit der klar definierten Option auf weitere 400 Jahre. Es ist so, dass Stanglwirt natürlich eine lange Geschichte hat, aber heute zu einem relativ großen Komplex gewachsen ist. Wir haben doch die Kubatur von 100.000 Kubikmeter, das ist die Kubatur von 100 Einfamilienhäusern, in denen eben unterschiedlichste touristische Angebote dargeboten werden. Und unsere Philosophie ist es, unter Einbindung, und das ist auch vielleicht ein bisschen eine Besonderheit der Landwirtschaft, unsere 100 Hektar Grünland, die von Pferden, von Kühen auch bevölkert werden und auch unsere Produkte, die wir daraus produzieren und die Angebote wie Golfschule, Tennisschule, Kinderbetreuung, Wellnesseinrichtungen, Sport, wissenschaftliche Betreuung und, dass diese Dinge eine Einheit im Angebot ergeben, auch gemeinsam mit der entsprechenden Bauphilosophie, wo man auch eben mit Zirbe und authentischen Materialien arbeiten und wir versuchen ein einzigartiges Tirolbild sozusagen zu verkörpern. Unsere Stammgäste, die ja doch jetzt in reicher Zahl vorhanden sind und auch die Auslastung, glaube ich, bestätigen, dass diese Strategie richtig war, sich auch eigenständig zu vermarkten, nämlich dass es zwischen dem Gast und uns eben keinen Zwischenhändler gibt, somit die Wertschöpfung aufgeteilt wird. Erfordert aber natürlich auch, das muss ich auch dazu sagen, ständige Investitionen und ständige Anstrengungen. Das Wesentliche ist, dass man eine Marke darstellt und dass man eben diese Unverwechselbarkeit sich bewahrt, aber gleichzeitig das Produkt immer weiterentwickelt. Man darf nie stehen bleiben. Die Dynastie. Derzeit ist das Senior Balthasar Hauser, Richard und Maria. Zwei jüngere Kinder lernen derzeit in der Schweiz gastronomische Königsklasse. Es ist übrigens nicht nur die alte Chronik des Wirtshauses erhalten. In der 400-jährigen Geschichte des Stanglwirts wurde selbst nach Brand und Umbau wohl kaum ein einziger Balken ausgemustert und selbst das Holz für Neu- und Anbau wurde stets zur richtigen Mondphase gefällt. Darüber wüsste der Senior mehr zu erzählen, denn eines gibt Balthasar nicht aus der Hand: das Gestalterische, das Sinnliche. Zukünftige Generationen werden uns nicht daran messen, wie viel Umsatz das wir gemacht haben, sondern werden uns daran messen, welche bleibenden Werte das wir geschaffen haben und auch erhalten haben. So fein, so gut, lass mich bei dir sein. Balthasar Hauser, von dem niemand so genau weiß, ist ein Philosoph oder ein Gastwirt. Er ist beides. Verschmitzt, wie er ist und hintergründig, doch er ist sich immer treu geblieben. 9 Kinder sind uns aufgewachsen, gell? Mhm. 9 Geschwister. Und lustig haben wir es gehabt. Und arbeiten haben wir viel müssen. Aber das macht nichts. Sind wir fürs Leben gewappnet gewesen. Unsere Wirtschaftskammer hier im Bodensee ist eingetroffen. Ich ganz herzlich begrüßen. Ja, und dann kam jener Part des Festtages, in dem die Hausers angesichts hunderter von Gästen ihr 400-jähriges Leitbild beweisen konnten. Einerseits ein 5-Sterne-Luxushotel und andererseits aber diese Tiroler Gastlichkeit, die hervorragend ist. Und man sieht hier schon, dass die Familie Hauser nie die Wurzeln des Erfolges verlassen haben. Und schön ist halt, dass die Familie da
zusammenhält und dass die Familie da ist und das ist ja auch fein. Und alle arbeiten sie in der Gastronomie oder sie haben es gelernt und das ist schon auch toll, dass man weiß, es geht auch weiter. Ich habe jetzt gerade zuerst auch mit dem Richard Hauser darüber gesprochen. Wir sind so stolz, also diese Synergien, Stanglwirt, Kitzbühel, Kitzbühel, Stanglwirt, wir profitieren davon und es ist wichtig auch für die Zukunft, gemeinsam da voranzugehen. Und es ist ein Familienbetrieb trotz dieser Größe. Und diese familiäre Atmosphäre vermittelt den Eindruck von Heimat auch für Gäste. Das ist genau das, wo einem das Herz aufgeht. Wenn man so die Familie sieht, wenn man die Familie größer sieht, mit den ganzen Mitarbeitern, mit den ganzen Stammgästen und so weiter und sieht den Erfolg. Es ist ja auch sicher nicht normal, dass also ein Gasthaus so lange durchhalten kann, also 400 Jahre lang. Ein Symbol dafür, wie man ständige Veränderung positiv und sympathisch mit Tiroler Identität darstellen kann. Der Stanglwirt musste sich ja immer verändern und ist doch der Stangl geblieben.